Was hast du gesagt, Kelle? Wir würden uns freuen, wenn er auf weiterklicken geht, schneller. Aber tun die anderen natürlich nicht. Muffin, Justin und hier, Digga, ist Raum. Müssen jetzt warten. Was soll das? Zeiten analysieren. Ja. Oh, ich will da jetzt einfach nur den Start. Einfach nur irgendwie durchleben. Ja. Oh, Jesus, Strategie? Maria, Strategie bearbeiten. Steht der Stream oder ist das nur bei mir so? Keine Ahnung. Ich muss auf Zoff starten, stimmt? Ja. Ja, komm. Ich, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Stream steht. Keine Ahnung. 12 Minuten 17 sind wir, da geht's nicht weiter. Da kann ich jetzt leider nichts gegen tun. Das Rennen geht gleich los. Gott, ja, Rennstrategie ist ja scheißegal. Ich fahre eh alle zwei Runden an die Box zum Flügelwechsel. Ja, ja, ich habe auch die schon mal zwei Schubstrategie einfach mal ausgewählt. Wird schon passen. Einfach so lassen. Kelle, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass du gleich voll nach rechts ziehst. Was, Alter? Warum? Kelle, stehst du links oder rechts? Kelle steht rechts. Oh, ich stehe links, Alter. Ich kann nicht ausweichen. Wenn jetzt jemand meint, Oh Gott! Danke, abgesoffen. Ich hab vergessen, die Kupplung loszulassen. Ja, Dito. Jo! Ja, sorry, muss ich kurz abkürzen. Oh, ich bin da etwas früher in die Eisen gegangen. Okay, Chris ist vorne, soll er fahren, mir egal, ich bin Dritter, ich fahr jetzt durch. Mir ist er aufgefahren, ich bin Achter, ist mir egal. Das war ich, Kelle. Muffin wurde disqualifiziert? Oder ist rübergezogen? Ja, am Start da, wo habe ich einen mitgekriegt von irgendjemandem, da muss ich abkürzen und dann muss ich Pablo Platz lassen und dann muss ich langsam sein. Apropos, langsam. Hallo. Entschuldigung? Ja, macht nichts, ich musste da halt rumstehen. Ja, kannst wegrammen. Du kannst mich gerne überholen, wenn du willst. Ich fahre immer hinter dir, ich bin arschlangsam. Oh, Marcel ist auch weg. Lol, der ist vor mir. Und ja, warum ist der war weg? Hinter mir. Ah, oh, ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Er hat die Kurve da nicht gekriegt. Nee, es war Tunnelausgang irgendwo. Tunnelausgang, genau die Kurve da, vermute ich. Er ist einfach geradeaus weitergesäbelt, aber. Ja, geradeaus weitergesäbelt ist er, weil sein Reifen schon weg war. Der konnte nichts mehr machen. Den hat er wahrscheinlich an der Bande verloren oder so. Ich habe einen gelben Frontflügel, das ist mir egal. Ich weiß mal weiter. Ich bin heil und langsam. Aber ich bin heil. Ich bin sogar Platz 4. Mein Ziel ist einfach nur Punkte. Ja, richtig. Ich fahr jetzt deswegen fahre ich jetzt. Ich bin Dritter und ich fahre jetzt durch. Ist mir egal. Ich habe Abstand nach vorne und hinten. Wer mich überholen will, soll mich überholen. Ich will durchkommen. Der Rest kann sich zerschellen an der Wand. Ich hoffe, Chris macht Ultra Aura ein bisschen Druck, dann zerstören die sich vielleicht beide. Ich fahre so langsam. Boah, ja, hey, huhu, das war knapp. Oh, umgekurbelt gekommen. Ich hasse diese Strecke so sehr. Nicht nur du. Ich bin in Karriere immer übersprungen. Habe ich damals auch immer gemacht. Die da, ne. Da hatte ich echt keinen Bock zu. Jetzt mal ein Fahrfehler und du bist draußen. Ja. Oh, ich. Problem ist jetzt nach und nach fangen wir an auch selber zu pushen, denn so. Oh, Alter, ich bin wieder in der Boxengasse hängen geblieben, ey. Puh, zum Glück greift der Boxenassistent relativ früh ein. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich Justin nochmal überholen. Weil der ist doch nochmal einen Ticken langsamer als ich fahre. Und ich fahre schon langsam. Cooking all around. Alter, man kann hier auch nicht überholen, ne? Also, ja. Jetzt, welchen Platz bist du gerade? Ich bin gerade 9. Ich war gerade an der Box, weil ich hatte roten Frontflügel. Ah, du wurdest bei mir eben kurz als Erster angezeigt, deswegen. Boxenstopp. Ja, das hätten sie von mir gedacht, aber. Ne.
Helle, warum fragst du nach Boxenstopp? Weil ich jetzt einfach mal crazy shit tue. Jetzt einfach mal eine Box fahre. Nein. Und auch spekuliere, dass ich dadurch Plätze gewinne und den dort rein einfach so durchfahre, wenn ich keinen Unfall baue. Wer ist denn gerade erster? Ultra Aura. Oh, Ultra Aura. Take einfach mal das Risiko und hoffe, dass ich mich nicht irgendwo gegenhau. So was darf reichen ja bis zum Ende eigentlich. Boah, jetzt habe ich erstmal vorne keinen Druck. Und hinten, ja gut, da ist der Nils von aber. Ich glaube, das sollten wir auch kennen. Ah, Nils ist aber vorne. Ja. So. Alter Falter! Da wärst du mir da reingeknallt, ey. Das wäre absolut Unfähigkeit gewesen. Ey, ja, gut, du kamst halt so ich weiß, also du konntest nicht lenken, ne? Nö. Das war die ganze normale Boxenausfahrt. Ja. Dass ich lenken könnte, wäre ich dann nirgends anders gewesen. Das war knapper als erwartet. Ja. Ach, was war das? Das hat sich angehört wie eine Ziege oder so. War lustig auf jeden Fall. Oh shit, das gibt Abkürzen. Oh ja. Kannst du kurz Zeitstrafe? Nee, verwarnt. Ach, in Monaco doch nicht. Wo willst du denn die abkürzen? Schikane wahrscheinlich. Schikane, ja. Bist du erst gerade, bist du gerade Tunnelausgang gewesen? Ja. Alter, du bist bald überrundet. Ja, lass dich doch so langsam fahren. Ultra Aura ist jetzt Tunneleingang. Ja, ja, wow, oder? Ich bin jetzt stationiert. Warum lag ein Flügel in der hier Dingenskurve? Ich meine. Wirklich, ich hab echt. Frag mal den Flügel. Ich hab keinen Unfall gebaut bisher. Wo ist der Safety Car? Was? Der Safety Car, wo bleibt das? Ja. Ja, muss ich jetzt nochmal irgendwo an der Wand setzen, irgendjemand. Jetzt. Du. Ja, ich bin dabei, Pedro. Nein, Reifen verloren, fuck. Naja, im Tunnel. Gut. Wie geht das? Vom Safety Car. Das gibt's aber nicht. Ah, genau, da haben wir uns den Reifen verloren. Und wieder am Platz gewonnen. Oh, ich habe auch einen Reifen verloren. Nein, oder? Oh! Alter. Wirklich, zwei Stück auf einen Haufen. Euer Ernst? Ah, ich bin Platz 7. Es sind jetzt schon 4 Stück ausgefallen. Oh, ist das ärgerlich. Da haben wir mal Donkelle zu. Oh, ich fahr hier ganz gechillt meine Runden. Ach, Kelle darf es nicht schaffen. Kelle, fahr einfach gechillt weiter, wie du es gerade machst. Ja. Ich setz mich hier ganz schnell. Wir brauchen die Punkte. Ja. Ich bin 1,8 Sekunden schneller gefahren als meine schnellste Runde. War das denn deine schnellste Runde? Jetzt 1,926. Ah, gut. Schaffen hat sich. Alter, war aber abgekürzt. Safety Car. Ach, warte. Alter. Delta, oh, Alter! Ego, was machst du da? Ja, Delta, ich musste Vollbremsung machen. Hallo, wie langsam soll ich noch fahren? Hallo, Delta. Jetzt vielleicht in der Box stehen? Wenn ich geht. Machen sie ja gerade alle. Okay, das ist. Was für Reifen nimmst? Super soft. Meinst du, mit soft kann man nicht durchfahren? Super soft sind weicher als soft. Ja. Ja, aber ich meinte auch mal, mit soft vielleicht nicht die letzten 14 Runden durchbrettern kann. Anstatt mit super soft. Doch, super soft kannst du auch durchfahren. Okay. Da bin ich mir sehr sicher, dass man damit durchfährt. Ja, okay, das Fall. Ist jetzt ja nicht so geil für dich, ne? Was machst du? Gehst du an die Box? Nein, Mann. War ich doch schon in der Box. Fahr jetzt hier weiter. Ja, ich meine, du hättest wieder auf Ultrasoft wechseln können. Bist du letzter gerade, Kelle? Ja. Ja, dann würde ich auf Ultrasoft gehen. Du schaffst es ja auf jeden Fall noch wieder aufzuholen, die Zeit. Dann hast du die schnellsten Reifen. Aber ich überhole jetzt aber welche aus der Box. Na gut, dann ist natürlich wieder was anderes.
Aber ich muss das Delta erst mal hier in den Griff kriegen. Wenn du über Stadtziel bist, ist es ja weg. Echt? Nein, ist es nicht. Lella! Oh Mann, dann habe ich den Justin jetzt vor mir. Hä? Ey. Den hättest du aber gehabt, normalerweise, scheiß Delta. Ja, ich musste aber langsamer fahren. Wäre ich vor Justin gewesen. Den werde ich so noch im Rennen kriegen. Also den werde ich überholen. Okay, dann große Fresse, das wird das geht nach hinten los. Pablo also, ist auf Ultrasoft. Ich werde probieren, ihn zu überholen, auf jeden Fall. Also, Safety Car ist gleich wieder auf Startziel. Ach du Kacken an gefährlichen Ohren. Ich fall in den ersten Tunneleingang. Ja, eine Runde fährt das ja auf jeden Fall noch, Kelle. Ja. Lol. Das, oh, ich glaube, das ist. Safety Car also, biegt jetzt auf Startziel ein. Ach, ja, Strafen sagen wir nicht an, oder? Oder sollen wir Strafen ansagen? Ja, klar, kannst du ansagen. Wo guckt ihr eigentlich? Bei der Rennleitung, bei den Vorfällen, da sieht man alle. Ach so. Wieso werden Strafen? Pablo und Melometler haben zwar beide eine Durchfahrtsstrafe. Oh, warum? Echt? Rasen wäre das Safety-Car-Phase. Ah, Melometler ist hinter mir. Der muss da bald durch. Kelle, du bist. Der war schon. Kelle, du bist hinter Justin? Ja. Ah, der ist hinter mir. Boah, weit hinter dir. Muffin startet jetzt Blende 2. Oh, Justin hat erst noch die Bande mitgenommen. Bei mir nicht, Kelle. Ah, okay. Dann war es wohl die Singen oder so. Bei mir hat er die Bande voll mitgenommen, ey. Ja, Flügel ist aber noch dran, alles. Okay. Jetzt kannst du aber gucken, ob der Stream noch läuft. Ja, gerade mal, was gerade bei mir ist. Aber ich weiß nicht. Ah, dieses scheiß Delta, ja, wäre ich vor Justin gewesen, ey. Das geht mich ein bisschen auf. Ja, läuft noch. Gut. Hey, das Brötchen essen und. Oh oh. Keine gute Idee. Der ein Thunfischbrötchen, die 6 Stück? Nein. Okay, jetzt langsam bleiben. Was sagen die Reifenteller? Ego, der Fahrer die Wand. Nicht mal. Ja, ja, ich weiß, ich bin nebenbei noch am Trinken und Essen. Bei Reifen komme ich easy peasy lemon squeezy durch. Der Pickup fährt immer noch nicht rein. Na, eine Runde fährt er wohl noch. Von mir aus kannst du durchfahren. Ah, wobei, nee, nicht ganz. Damit Justin. Obwohl eigentlich jetzt alle auf Startziel sind. Also seid alle jetzt wieder zusammen. Ja. Und nächste Runde, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Und er ist eigentlich jetzt auf. Was macht Justin da? Ja, das ist ja nicht denn? Warum das denn? Der ist an der Wand geknallt. Hey, Ego. Was geht? Hallo. Eine Safety-Car-Phase ist der Tat. Ja. Ich sag dir mal, drei kommt. Ist denn der da jetzt gerade ausgefahren oder was hat der gemacht? Nee, der ist auf der Station gegen eine Bande gehauen. Oh, nice. Der hat die ganze Zeit hier versucht, Reifen warm zu halten und den ist kaputt. Dabei abschmiert. Da siehst du, um sowas kümmere ich mich gar nicht, weil ist mir egal. Ich fahr einfach easy peasy langsam runter. Kelle, jetzt hör mal auf, so Scheiße zu labern. Du fliegst dabei immer raus, wenn du so viel Kacke da. Oh, jo. Ich weiß. Oh. Schleichen. Alter, Kelle gehen auch alle die Eisen. Meistens sind Höcker. Ich hab die ganze Reifen hinter mir blockieren sehen. Kann gar nicht, die fahren meisten fahren mit ABS. Ja, und Melometer hab ich nicht. Also der hat echt die Reifen blockiert. Keller hat einfach was weggekickt. Nee, ich musste Vollbremse machen, weil er echt ja Vollbremse gemacht hat. Ich glaube, es kam gerade hinter dir zum Crash. Ach, da kann ich auch nichts für. Ich musste Vollbremse machen. Nein, natürlich nicht. Ey, ich alles nur dran bei Millimeter. Ey, der kam immer näher und näher. Reifen haben schon blockiert. Ja, ich musste einmal kurz Reifen ein bisschen aufwärmen. Ist ja okay. Ja, du musst mal rechts gegen die Bande fahren, dein rechter Reifen. Weil ich dachte von Chris. So viel Abstand zu lassen. Keine Ahnung, was der hier vorhat. Ah, Safety Car ist wohl drin? Jupp. Yep.
Helle, hau mich bitte nicht weg. Nein, Helle ist weit hinter dir. Ich hab schon genug Abstand. Ah, Helle, beide ist gegenseitig weg. Oh, Pablo ist Mittler gerade überholt. Das ja. Und Pablo ist ziemlich schnell unterwegs. Ja, das ist auch schon aufgefallen. Soll er auch schnell fahren. Soll er mich überholen. Wenn dir da noch einen mitgibt, ist alles okay. Oh, der ist ja echt mega schnell. Ja, ultra soft. War der denn schon in der Box? Wahrscheinlich nicht, ne? Das kann man doch nach, glaube ich schon. Warte, ich guck mal nach. Pablo, ja, zwei Stopps hat er schon hinter sich. Na gut, dann hat er es doch gemacht. Der ist aber in der Kurve sehr schlecht rausgekommen. Sonst hätte ich ihn in den Tunnel eigentlich gerne jetzt Platz gelassen. Nein, lass dir doch keinen Platz, halt ihn noch weiter auf. Ja, okay. Das holt er mich auch noch. Fahr ich halt. Keine Teamorder. Teamorder ist offiziell erlaubt. Oh, du kannst ja auch gerne mit Nils sonst mal absprechen. Ja, wir greifen nächstes Rennen an. Kanada? Boah, da hab ich auch schon Bock drauf, ey. Oh, Kanada ist nice. Boah, danke, ey. Was denn? Ich bin auf der Ideallinie geblieben. Nein, alles gut. Ist alles noch fair. Ja? Ich muss ja nicht jetzt hier Kampflinie anfangen zu fahren. Wenn er gedenkt, mich zu überholen, dann soll er es machen. Ja, wenn er dir dann noch da irgendwie reinfällt oder so einen Reifen verlierst, ist alles okay. Er hat die Wand touchiert leicht. Ich denke mal, er wird gerne überholen, aber... er kann nicht. Er kann nicht und das ist auch zu heikel. Weil er kann glaub, schneller fahren. Ja, ich glaube, Tunnel wird eng. Nee. Na, jetzt nicht mehr. Boah, letzte Runde schon nicht gekriegt. Ja, der verkackt. Ich stand mal kurz auf Fett im Tunnel. Weil Fett kann ich eh fahren, ich habe 2,5 Runden plus. Melometer war ist noch ein Tunnel. Ja, der fährt noch mal. Kommt sich. Doch einfach ins Ziel und macht so Punkte. Ja. Ja. Bloß er hat, glaube ich, Platz gemacht. Für Pablo. Das sehe ich jetzt nicht ein. Wenn Ego sagt, Pablo geht in der Box. Ja. Aha, sie wahrscheinlich irgendwo den Flügel kaputt gemacht. Nee, die Teile aus alles. Wirst ja sehen, ob. Nee, Durchfahrtsstrafe. Ach, also jetzt, ah, okay. Ärgerlich. Christi hat den Ultra. Ja. Kann er gerne machen. Ich fahr hinter die beiden hinterher. Wo bist du? Gerade kommt der hinter Chris. Runden muss ich doch durchkommen. Hat hier ist quasi sich. Ah, du holst auf? Nicht wirklich. Fahrer vor mir. 2,9 Sekunden. 2,4. Wenn er aber noch in Boxen ist, will ich vor ihm rauskommen. War aber nicht mehr in der Box, zumindest nicht freiwillig. Ja. Ja gut, wenn du ihn aber überholen willst, soll ich ja sofort Platz kommen. Eine Einzelfahrerwertung hast du einfach die besseren Chancen. Oh. Da muss man dir ja einfach lassen, Ego. War sehr eng bei dir, Kette. Links, gerade. Oh. Reicht. Dann willst du nicht einfach mal gegen die Wand fahren? Nein, Fahrer hinter mir. Melometer gibt jetzt auch ein bisschen Gas, der hält das Tempo mit Pablo gerade.
War der denn schon zu seiner Durchfahrtsstrafe drin? Nee, ne? Ja. Oder doch, nee, muss er ja eigentlich. Doch, muss er ja, der hat ja nur drei Runden Zeit oder so. Disqualifikation gekriegt oder so. Vielleicht habe ich ihn deswegen Pablo vorgelassen, weil er Durchfahrtsstrafe hatte. Wahrscheinlich haben die einfach das Delta übersehen. Habe ich ja auch gehabt. Aber das ist ja eine sehr gute Idee, du wolltest ja einfach Vollgas geben und dann stehen bleiben. Das war schon echt bitter, Kelle, ey. Aber bisher hat sich, glaube ich, die Idee, dass ich den Boxenstopp mache, doch gelohnt. Ich habe die Plätze. Ja, gut, gewonnen, wenn mehr Leute drin gewesen wären, wäre es auch wieder anders, ne? Ja, gut, ja, trotzdem. Aber ich habe die Plätze in der Safety-Car-Phase gewonnen, weil ich nicht in der Box musste dort. Oh, Scheiße. Na, fangst du nur noch dran? Ja. Nicht nur die Schikane nach dem Tunnel, aber nicht. Ewig lange Kurve da, ey. Also im zweiten und dritten Sektor bin ich recht schnell unterwegs, aber im ersten verliere ich immer so viel Zeit. Ich bin dann gar kein schnell unterwegs. Weil dort die Bodenwellen so krass sind, dass ich da immer durchdrehende Räder habe. Da muss ich mal beim Beschleunigen ein bisschen aufpassen. Warte mal, wie ein Ego im Bild gehabt. Ich im Bild gehabt? Auf Dingsen. Map. Hat vorhin ihn, ne? Ich geh nicht in die Box. Hat er jetzt durch? Ego soll auch angeblich in der Box. Nö, hab ich aber nicht vor. Zumal Platz 2 ist noch drinne für dich. Ah. Überholen ist auf dieser Strecke nicht so einfach. Vielleicht macht Chris noch einen Fehler oder so, aber... Oh, die beiden hauen sich da vorne weg. Nee. Ultra Aura ist schon weggefahren. Der ist... Aber ich stehe jetzt... Oder fahre jetzt direkt hinter Chris, ne? Der ist irgendwie langsamer geworden. Also damit ist es Kampf. Da fährt man ein bisschen easy, denke ich mal. Oh, Pablo holt ganz gut auf mich auf, muss ich ja sagen. Der fährt Risiko. 8 Sekunden, oh, kann ich halten. Himmlisch früh gebremst. Ja, bevor ich da irgendwo reinrutsche. Was die Beste von Pablo ist. Oder fährt 1,20er Zeiten. Ja, ich fahre 1,20er Zeiten. Aber das war mit 8 Sekunden halt ein bisschen knapp, gell? Ja, aber der muss dann auch erstmal zum Überholen hier kommen. Der war eben schon die ganze Zeit hinter mir saudig dran, aber konnte nicht überholen. Ja, ich weiß, wie er sich gefühlt hat. So fühlst du dich nicht gerade. Ja. Im Unterschied, dass ich wahrscheinlich noch 1000 Mal langsamer fahre, als er fahren kann. So, ne? You know what I mean. Ja. Um einen Crash will ich hier noch sehen. Ich bete einfach nur, dass ich diesen nicht habe. Und ich bete dafür, dass Ultra-Ohr-Ding hat. Ich bete, dass Kennedy hat. Aber Ultra fällt eigentlich. Wie hat sich minimiert? Ja, aber Origin ist einer offline gegangen oder so. Ich hab's gehört. Ja. Oh Gott. Als heilen? Ja. Ganz schnell Start geballert, ey. Vielleicht solltest du Origin ausmachen, wenn du das nächste Mal vorne einspielst. Das hat er doch extra heute angemacht. Vorhin. Das hat mir jetzt Haarzeit gekostet. Ja, wahrscheinlich ist Justin da gerade offline gegangen oder so. Ja, okay. Hätte ich das aber auch gehört. Ich hab's aber nicht gehört. Also ich hab's auch gehört. Ich hab nie, wen ich mich habe. Ich hab nur Justin. Was? Den Keller auch hat. Das muss Justin gewesen sein. Wenn ich nicht an der Box komme, krieg ich eine Strafe? Was? Hast du keinen verpflichteten Reifensatz benutzt? Doch, klar, ich fahre gerade Supersoft. Wie? Haben die das gerade gesagt, Keller? Ja, die Boxer hat da manchmal auch einfach nur Scheiße. Da ich schon. Aber du hast keine Strafe, du hast offiziell keine Strafe. Ah, nee, noch nicht, aber ihr muss halt.
Ich hab Ultrasoft und Soft Supersoft gefahren jetzt. Ja, das ich weiß es ja nicht. Willst du es riskieren oder willst du es nicht riskieren? Ja, natürlich. Wir haben das schon mal gesagt, weil es nichts passiert. Wenn dann wäre ich ja, dann sehen wir das ja. Dann können wir ja komm, alle entscheiden. Komm, geht's da wohl Manöver? Na, ich komme aus den Kurven nicht so gut raus. Das ist das Problem. Pablo's Ultrasoft müssen auch mal langsamer werden, ey. Was denn jetzt? Ja, das ist gerade Tunneleinfahrt, also alles safe. Cool. Ich glaube, der Christa wünscht sich gerade, boah, Alter, lass da mal Abstand. Ja. Vor allem bei Chris muss man immer so ein bisschen aufpassen, der lässt keinen Platz, der hält einfach voll rein. Also unfair teilweise. Boah, hart an der Grenze, sagen wir es mal so. Also ich sag mal, Kampflinie fahren okay, ein bisschen drüber auch okay, nur ich muss auch ein bisschen unterschreiben. In China hat er mich einmal weggedrückt von der Strecke, aber dann habe ich ihn da auch gleich weggedrückt und gleich, ja. Gleich war das dann. Also sag mal, dass sowas mal passieren kann, okay, aber man sollte es nicht jedes Mal machen. Und halt letzte Rennen war am Start mit Egger da halt ein bisschen. Naja, Egger hat sich gedreht. Hat er halt Tür zugemacht. Oh, ey, du bist aber hier viel schneller als Erik, ne? Ja, was soll ich machen? Ist halt Monaco. Hä? Du könntest überholen, nur ist schwer aggressiver zu fahren. Ohne sich später, dabei kaputt zu hauen. Besser ja, später bremsen und du wärst vorbei. Nur macht er die Tür auf oder macht er zu? Ne, bei Chris, der zieht immer zu. Der macht der guckt da nicht nach. Oder er guckt da vielleicht nach, aber es interessiert ihn dann nicht. Um 6,4 Sekunden. Das werde ich ja wohl halten. Wenn Kelle einen Fehler macht, ist das bei ihm auch eng. Ja, dann verliere ich meinen Platz doch. Das jetzt könnte er aber. Ja, aber wo? Er macht jetzt gleich wieder hier die Tür zu. Das ist das Problem. Er macht immer zu. Wird passieren. Ist mir jetzt, glaube ich. Ja, komm. Ist mir jetzt egal. Die letzte Runde gebe ich nochmal Hardgas, ob ich durchkomme oder nicht. Ultra Aura hier überrundet gerade, ne? Milometer. Egal. Ah, gut. Aber ist halt safe in die Punkte gefahren als Sechster, ja. Ne? Da muss ich einfach mal sagen, hat er gut gemacht. Der war knapp. Ah, 7 Sekunden. Pablo hat jetzt auch aufgehört, Risiko zu gehen. Das ist gut. Das habe ich ja gar keinen Druck mehr. Also ab einem gewissen Vorsprung und ein, zwei Runden brauchst du dann immer aggressiver zu fahren. Genau. Aber Egger konnte es aber. Egger könnte das noch knapp werden. Mal sehen, was passiert. Ich gleich über Linie fahren. Egger, fahr ein Ziel einfach. Jetzt ja, jetzt ist sowieso vorbei. Genug riskiert. Was wurdest du ja, denn? Ja, er kann mit ABS halt einfach stärker bremsen, das ist das Problem. Was? Ich hab irgendwann einfach blockierende Räder und dann machst du dann wegen nichts. Wegen Reifen, da wäre ich sonst disqualifiziert worden jetzt. Ist halt einfach eine Kackstrecke. Vor allen Dingen, wenn man ohne Fahrhilfen fährt. Erkenne, wenn du 3 Sekunden auf Ego aufholst, dann bist du vorhin. Naja, klar. Ja, der hat 3 Sekunden Strafe. Ja. Aber ich glaube, Ego ist schon im Ziel, oder? Ja. Also, Kelle, er muss mal schnell fliegen. Ja. Teufel tue ich. Du gehst aber auch früh vom Gas, fährst ja ganz vorsichtig. Ja, so fahr ich die ganze Zeit schon. Ja, egal. Ja, aber im Endeffekt hat er es richtig gemacht. Easy fahren, Punkte mit ihm gut ist die Sache. Ja, vor allem Platz hier ist gar nicht mal so wenig.
kann ich verglücklichen, dass ich so früh in der Box gegangen bin. Das hat echt einiges gebracht. Ich glaube, sonst wäre ich wahrscheinlich Platz 5 geworden. Ja. Was? Oh mein Gott, Pablo hat die Session aufgegeben. Oh mein Gott, das ist ja bitter. Was? Hat das er sein Fahrzeug jetzt noch zerstört? Ja. Muss, oder? Ja, muss ja. Did not finish. Ja. Gibt das jetzt Punkte? Nein, für ihn nicht. Er hat ja, so wie es aussieht, nicht beendet. Nein, ey, wie doof muss man sein? Entschuldigung ja, dann für der Punkt. Oh, Kilometer noch ja einen nach oben und ist damit Fünfter Hitler geworden. Das ja. Oh Gott. Ja, abgekürzt. Aber keine Zeit dabei gut gemacht. Ich musste halt in der letzten Schikane geradeaus. Oh. Weil wegen Vollbremsung alles blockiert. Aber wenn ich meine Zeiten anguckt, ich war auf Zoft unterwegs.